Worüber streiten sich denn die Erwachsenen schon wieder? Über das Essen und den Klimawandel. Aha. Emil hat gestern einen Film über den Klimawandel gesehen. Er weiß jetzt Bescheid. Wenn Autos fahren, kommen aus dem Auspuff Gase, die Klimagase genannt werden. Das Gleiche passiert bei Schiffen, Fabriken und Flugzeugen. Die Klimagase sammeln sich und lassen die Wärme von der Sonne nicht mehr zurück ins Weltall. Mirai findet das super. Sie liebt den Sommer und das Schwimmen gehen. Aber Emil erklärt ihr, dass das gar nicht so toll ist. Alles würde sich dadurch ändern. Wenn es so weitergeht, steigt der Meeresspiegel und überschwemmt die Küsten. Ständig gibt es Dürren und andere Wetterkatastrophen. Für sehr viele Menschen und auch Tiere wird das Leben gefährlich oder unmöglich. Das will Mirai doch lieber nicht. Also beschließen die beiden, eine Umweltgruppe an der Schule zu gründen. Alle Kinder sammeln Ideen, wie man weniger Klimagase produzieren könnte. Statt mit dem Auto, mit Bahn, Bus und Rad unterwegs sein. Abfall vermeiden. LED-Lampen benutzen. Und immer das Licht ausmachen. Die Praktikantin Mabel möchte auch etwas beisteuern. Was haben denn Kühe damit zu tun? Kühe produzieren ein noch viel schlimmeres Klimagas als Autos, Methan. Aber nicht nur Kühe sind schlecht für das Klima. Die gesamte Tierhaltung für unser Essen sorgt für viel zu viele Klimagase. Für den Anbau ihrer Nahrung braucht man eine Menge Platz und sehr viel Wasser. Und Maschinen. Und transportiert werden muss es auch. Und natürlich gekühlt. Dadurch ist unsere gewohnte Ernährung genauso klimaschädlich wie alle Autos, Flugzeuge, Schiffe und Bahnen zusammen. Wer weniger tierische Lebensmittel isst, tut also automatisch sehr viel für den Klimaschutz. Aber werde ich als Vegetarier nicht ganz schwach? Nein. Viele Menschen im Sport ernähren sich vegan und sind unter den Besten der Welt. Weniger tierische Lebensmittel essen? Das ist ja noch einfacher als Müll trennen. Die Schülergruppe hat auch schon einen Plan. Sie fordern viele klimafreundliche Gerichte für ihre Schule. Alle sind begeistert. Jetzt müssen nur noch die Erwachsenen überzeugt werden. Es geht schließlich um unsere Zukunft.